Schließ deine Augen und du wirst dich selbst finden. Als ich klein war, hat mir meine Mutter immer eine Geschichte erzählt. Von einem Dämonenkönig und seiner Armee. Sie brachten Feuer und Schrecken übers Land. Bis sie den Beschützer des Volkes gegenüberstanden. Den weißen Affen. Da bist du ja. Du bist eine Bestie. In dieser Stadt sehen uns die Reichen nicht als Menschen. Gib mir den Job, den keiner machen will. Ich erledige ihn. Für jeden, der vergisst, wo sein Platz ist, geht es nicht gut aus. Es ist der falsche Ort, um zu arbeiten, wenn man mit so etwas nicht umgehen kann. Jeden Tag habe ich dafür gebetet, die Schwachen beschützen zu können. Ich habe eine Antwort auf jedes Gebet. Ich nenne sie Nikki. Minaj! Pralle Kurven? Schöne Scheinwerfer. Let's boogie! Mutter, für uns alle. Zorn wird deine Seele nicht besänftigen, mein Sohn. Nenn mich nicht Sohn. Es ist an der Zeit, sich zu erinnern, wer du bist. Selbst ein winziger Funke kann alles entfachen. Mario. Ladies und Gentlemen, sind Sie bereit für einen beschissenen Kampf? One, two, three. Oha, Dev Patel, so physisch, so mittendrin und voll auf die Fresse in anscheinend richtig krass gut choreografierten Kampfsequenzen als eine Art indischer John Wick, habe ich so nicht kommen sehen. Und vor der Kamera ist er nicht bloß Hauptdarsteller, sondern das Ganze ist auch noch sein Langfilm-Regiedebüt. Und damit war es der Trailer zu Monkey Man, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 11. April in die deutschen Kinos bringt. Ein Action-Thriller, wo ich sagen muss, dass hier dieser Look, die Farbpalette, die Musik, die sich mega gut reinarbeitet, aber auch dieser Mix aus sehr rougher, tougher, körperlicher Action und dann trotzdem diesem kulturellen Background so sehr interessant anfühlt, das Ganze zusammengebaut. Mitnehmen Dev Patel noch unter anderem Charlton Copley vor der Kamera. Ein Jordan Peele produziert das Ganze mit und erzählt wird die Geschichte von Kit. Kit ist einst aus seinem Heimatdorf vertrieben worden. Nach einem Massaker hat er fliehen können, taucht in einer Stadt unter namens Yatana, die fiktiv ist, und verdient sich mit Ringkämpfen, indem er sein Gesicht hinter einer Affenmaske versteckt. Und dabei ist er ein sehr gefährlicher Kämpfer, und als er die Chance sieht, in den Untergrund abzutauchen und in dieser Welt Menschen kennenzulernen, will er auch Rache üben und stellt sich damit dem Trauma aus seiner Kindheit. Und da scheint es richtig zur Sache zu gehen. Ich finde es aber auch schön, dass man so Momente hofft, wo er es nicht schafft, durch die Scheibe zu springen. Und die Kombination, wie nah die Kamera hier auch reinspringt, muss ich sagen, das sieht dreckig aus. Und da habe ich ehrlicherweise Bock drauf. Also Monkey Man habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, direkt auf meine Most Anticipated Movie Liste 2024 gesprungen, und bis April ist zum Glück gar nicht mehr so lange warten angesagt. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer von Monkey Man? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.